Moin Leute, willkommen zurück auf YouTube. Ja, ich habe es wieder mal geschafft, mich nach über einem Monat mit meinen Mods zusammenzusetzen, um ein weiteres Video hochzuladen, zu createn, craften, wie man es auch nennen möchte. Heute aber stellen wir euch die Änderungen der Season 5 vor. Und weil es so schön ist, gibt es zunächst einmal die Cutscene von heute Morgen. Ja, und da ist es auch schon, das Stadion, das wie in der Cutscene von oben kaputt gemacht wurde, das Dach. Wir haben mehrere Ebenen, nämlich einmal hier die schönen Sitz, den schönen Sitzbereich. Zudem haben wir Loot. Oh, eine Deagle. Zudem, nee, eine Ranetti. Lul. Oh Gott, eine Shotgun. Zudem haben wir Loot hier unten auf dem Feld. Hier geht das große Gemetzel nämlich meistens los. Und wir haben die Zwischenebenen. Wenn man zwischen den Sitzbereichen ins Innere kommen möchte. Man kommt übrigens nicht nur von oben ins Stadion, sondern auch von unten, wie man es vom Außenbereich des Stadions von der letzten Season kennt. Es gibt also mehrere Wege, wie man ins Stadion reinkommt, wie man aus dem Stadion wieder rauskommt und mehrere Ebenen, wo man Loot findet. Ja, und es stimmt, wir haben einen fahrenden Zug quer durch Verdansk. Der startet hier unten kurz vor Hills und fährt einmal komplett across the map. Auf diesen kann man springen, auf diesen findet man etwas Muni. Und auf diesen wird auch gerne mal gefightet. Ah, da kommen wir noch zu. Wir haben hier erstmal die Train Station, die nämlich auch ihre Pforten geöffnet hat. Man kommt am leichtesten durch. Durch das Dach. Hinunter. Man kommt aber auch über die Treppen hinauf oder herunter. Und findet erstmal zahlreich an Loot. Was natürlich sehr, sehr schön ist. Aber auch gerne und oft besucht. Nicht nur hat die Train Station ihre Pforten geöffnet, sondern auch den Zug fahren lassen. Ab jetzt haben wir nämlich einen Zug in Warzone in Verdansk, der hier unten, wie man auf der Map sehen kann, startet und entlang der Gleise einmal komplett durchfährt und dann außenrum um die Map. Wir werden jetzt versuchen, auf diesem Zug einmal für euch zu landen. Dieser Zug wird nämlich sehr gerne von vielen Leuten abgefangen und abgelootet. Man findet dort einmal Muni zum Restocken, aber auch die ein oder andere Kiste mit Waffen und Loot. Und man stirbt auch ganz, ganz schnell und landet im Gulag.
Zug überrollt werden. Ein weiteres Feature, das wir mit der Season 5 begrüßen dürfen in der Warzone, sind die Ziplines. Ja, Ziplines kennen wir schon aus dem Inneren von Gebäuden. Diese sind aber auch teilweise across the map auf Außenwänden angebracht, sodass man auf hohe oder auch auf niedrige Gebäude ganz leicht hinaufsneaken kann, um die Gegner zu überraschen. Wir zeigen euch mal welche. Mitten in der Warzone. Und wie das Gesamte funktioniert. Und zack. Surprise! Man kann damit auch wieder runterfahren. Hallo? Hallo? Ist immer noch besetzt. Wir finden übrigens neue Waffen auf dem Feld. Andere, also Waffen, die uns durchaus schon bekannt sind, aber einfach eine andere Auswahl an Waffen auf dem Feld und in Boxen. Wir haben nämlich 8 graue Waffen, 13 grüne Waffen, 15 blaue Waffen, Prints, 18 lilane Waffen und bis zu 25 goldene Waffenvarianten, die wir auffinden können in Verdansk auf dem Boden und in Boxen. Standardmäßig ist das eine gute Auswahl an verschiedenen Pistols, aber auch Snipern, DMRs, LMGs, SMGs und ARs. Also ist von allem etwas mit dabei. Wie ihr mit dem Update sehen könnt, haben wir im Warzone-Menü nicht nur Battle Royale und Plunder zur Auswahl, sondern auch Mini Royale. Dabei handelt es sich um eine Trio-Variante auf ungefähr ein Drittel der Map von Verdansk. Es ist die gleiche Map, nur wird direkt der zweite oder dritte Ring, glaube ich, war es, genutzt, um die erste Zone zu erstellen. Man startet mit 78 Leuten, wie man hier sehen kann. Mit 78 Leuten in der Lobby in Trios. Und dann geht's ab. Und dann geht's richtig ab. Wie man erkennen kann auf der Map, sind wir hier schon im zweiten Kreis. Und der dritte ist durchaus schon sichtbar. Wir haben also ungefähr ein Drittel der Map, wie angekündigt. Und ja, let's try it. Let's go gegen 32 andere Trios zum Boneyard. Let's go. Das wird ein Fight, ne? Das wird richtig widerlich. Mann, LM... Oh mein Gott, du hast ja überhaupt keine Chance. Das LMG braucht so lange zum Anlegen, Mann.